Mit der Replay Shift darf ich heute eine Motorradjeans vorstellen, in die ich mich selber auch verliebt habe. Denn wir haben hier eine Motorrad-Cargo-Hose mit einer vernünftigen Passform, mit einem leichten Gewicht. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, sondern starten direkt ins Video. Deswegen jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helm Express Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen rund um Motorradhelme und Motorradbekleidung, begrüßen und heute mit der Replay Shift. Die Replay Hosen zeichnen sich erstmal dadurch aus, dass ich hier super coole Trageaufnahmen immer wieder einblende. Und sie sind besonders, weil sie nur eine Schicht haben. Eine normale Motorradjeans besteht in der Regel aus zwei Schichten. Eine Denim-Schicht als äußere Hülle, die letztendlich einer ganz normalen, aber klobigen in der Regel, Jeanshose entspricht. Und darunter dann die eigentlich schützende Schicht, nämlich die Kevlar-Schicht oder Aramidfaserschicht, die dann die Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit gewährleistet. Replay ist es jetzt gelungen, das Ganze in einer Schicht zu verarbeiten, wodurch diese Hose erstmal 50% leichter ist als eine normale, herkömmliche Motorradjeans. Damit auch nicht nur den Komfort verbessert, sondern auch die Passform, also das ist endlich mal eine Hose, eine Motorradhose, die vernünftig passt und vor allen Dingen auch die Atmungsaktivität. Das heißt also, das ist mal eine Kevlar-Jeans, womit ich nicht im Sommer super schwitze. Beziehungsweise eigentlich ist es keine Kevlar-Jeans, sondern wir haben hier einen Denim-Cordura-Mix, was aber letztendlich auch eine vernünftige Abriebfestigkeit habe. Wenngleich ich natürlich realistischerweise sagen muss, dass wir hiermit nicht an Leder rankommen. Dass also, wenn ihr wirklich einen Tourenbegleiter sucht für lange Touren und die maximale Sicherheit haben wolltet, dann ist eben Leder nach wie vor das Optimum. Jetzt will ich aber diese Hose gar nicht schlecht reden oder generell Kevlar-Jeans nicht schlecht reden, sondern die haben einfach den großen Vorteil der Alltagstauglichkeit und hiermit wird euch auch niemand auf der Arbeit ansprechen, warum ihr denn mit Motorradbekleidung auf der Arbeit sitzt, sondern man sieht hier wirklich wenig von. Wir haben hier in diesem Modell der Replay Jeans noch einen Knieprotektor drin, was natürlich für die Sicherheit ganz gut ist, aber eben vielleicht eventuell ein bisschen auftragen könnte, wobei ihr seht es ja auf den Aufnahmen, es ist minimal. Ich kann den aber auch einfach hier rausnehmen und dann sieht man das nicht. So sieht das dann aus, hier so ein bisschen im Camo-Look und kann den auch einfach wieder reinkletten, wenn ich zum Beispiel am Wochenende unterwegs bin. Zack, so habe ich ihn also wieder drin, klette den einmal in die richtige Position, kann dann den Reißverschluss wieder zumachen und habe das dann eben drin. An der Seite dann ganz normal die Cargo-Taschen, vernünftige Passform, generell Passformkonzept. Wie ihr es aus dem Laden bei ganz normalen Jeans kennt, hier in meinem Fall Weite 31, Länge 32. Könnte die theoretisch auch kürzen lassen bei einem ganz normalen Schneider, denn dadurch, dass ich ein Schichtsystem habe, muss der da eigentlich auch nichts bei bedenken. Das heißt also, ihr könnt die gegebenenfalls noch auf eure Länge anpassen lassen. Das ist die Replay Shift. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. Mit euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Und jetzt passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.